Hallo HSV-Fans, ihr habt Fragen bei Insta eingereicht und ich will euch ein paar davon beantworten. Auf geht's! Das Gesamtpaket stimmt einfach, ist einfach ein überragender Club. Und ich habe einmal in Hamburg ein Spiel absolviert und seit dem Tag an bin ich auch Sympathisant, sag ich mal, geworden, weil es war einfach Wahnsinn zu sehen, wie die Mannschaft nach dem Spiel von euch Fans gefeiert wurde und da hat man einfach Gänsehaut gehabt. Also ich persönlich versuche mir immer vor Augen zu halten, was ich gewinnen kann und nicht, was ich verlieren kann. Weil ich glaube, wenn man was zu verlieren hat oder einem bewusst wird, was man zu verlieren hat, dann verkrampft man immer schneller und man ist gehemmt. Aber wenn man jetzt nur vor Augen hat, was man gewinnen kann, was man erreichen kann, und dann kommt natürlich, ist es motivierend und es pusht einen. Und ich glaube, da kann man in solchen Momenten einfach mehr aus sich rausholen. Da bin ich natürlich nicht stolz drauf, aber das gehört irgendwo zu meinem Spiel einfach dazu. Ich werde meine Spielweise jetzt nicht mehr verändern. So bin ich auf dem Platz und so bleibe ich auch auf dem Platz. Ich probiere das Bestmögliche für meine Mannschaft rauszuholen und man muss auch ab und zu mal dahin gehen, wo es halt wehtut. Und dann passiert es halt, dass man auch mal die ein oder andere Karte zu viel bekommt. Gelbe Karte.